Unterstützt werden die Kurpfälzer auch in Westfalen von ihrem lautstarken Fanblock. Rund 10.000 Zuschauer im Preußenstadion. Klasse Atmosphäre. Und Rüdiger Rehm, er beginnt mit derselben Startelf wie zuletzt beim Sieg über Halle. Mannheim in Weiß gleich mal als Frühstarter unterwegs. Kelvin Arase nimmt Bentley Baxterbahn mit. Achtung, Schulze-Niehus patzt. Arase setzt nach, wieder Maximilian Schulze-Niehus. Der 34-jährige Routinier im Preußenkasten. Riesenchance für Mannheim, schon nach 3 Minuten. Erster Weitschuss von Captain Bahn. Dann Arase, der Neue vom KSC. Das muss die Führung sein. Weiter aber 0:0. Die Gastgeber nach 3 Jahren Regionalliga zurück in der Drittklassigkeit mit leichtfüßigem Konterspiel. Kireva sieht Batmaz, aber Riedel rettet. Innenverteidiger Julian Riedel, der Mann mit der großen Erfahrung in der Waldhofabwehr. Malik Batmaz, auch er aus Karlsruhe, nach Münster gewechselt, zuletzt mit 2 Treffern gegen Ingolstadt, braucht zu lange für die Drehung samt Torschuss. Die folgende Ecke wird nochmal gefährlich. Keeper Havrilok ist unten. 13 Minuten gespielt. Es ist eine pfiffige, eine unterhaltsame Partie. Lucien Havriloks erster Einsatz. Und Sascha Hildmann sehnt sich nach dem Führungstreffer. Münster jetzt deutlich druckvoller, setzt sich immer wieder am 16er fest. Wiekamp auf Hahn. Und auch da fehlt nicht viel. Wieder abgeblockt von der Waldhof-Defensive. Alexander Hahn, der Linksverteidiger der Preußen. Waldhof in Not, aber noch stabil in der Deckung. 35. Minute, Münster mit den meisten Torschüssen der Liga. Nächster Versuch, Mrovka, Havrilok an den Pfosten. Glück und Können beim erst 22-jährigen Waldhof-Torhüter, dem Vertreter der verletzten Nummer 1, Jan-Christoph Bartels. Von Rüdiger Rehms Mannheimern im Vorwärtsgang lange nicht mehr viel zu sehen. Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Kelvin Arase auf Fridolin Wagner und der ist drin. Kurz vor dem Pausenpfiff wie aus dem Nichts. Die 1:0-Führung für den SV Waldhof. Mittelfeldmann Wagner mit seinem ersten Saisontor setzt er die Waldhof-Fans in Ekstase. Nach Arases Zuspiel Wagner mit dem Kunstschuss ins hintere Eck. Ein sehenswerter, ein klasse Treffer. Mannheim zur Pause, also 1:0 vorne. Und Münster-Coach Sascha Hildmann, der ist erstmal bedient. Dem SV Waldhof tut diese Führung sichtlich gut. Mannheim findet in der zweiten Hälfte zurück zur Offensive. Wieder mit Kelvin Arase. Kelvin Arase. Pfosten! Guras setzt nach. Minus Guras. Verpasst den zweiten Treffer. Aber tolle Aktion von Kelvin Arase. Aluminium verhindert sein erstes Waldhof-Tor. Der Neue vom KSC, flink und trickreich. Eine echte Verstärkung. Die folgende Ecke für die Gäste scheint bereits geklärt. Mannheim aber setzt kräftig nach. Das ist Per Lockel, der chippt einfach mal auf. Pascal Sohm, Tor, 2:0, 54. Minute. Der großgewachsene Zentrumsstürmer Sohm bestätigt seine Kopfballstärke. Pascal Sohm mit seinem 49. Treffer im 250. Drittligaspiel. Prima Bilanz für den gebürtigen Künzelsauer. Preußen-Münster kurz durchgeschüttelt, lässt aber nicht locker. Der eingewechselte Joel Krodowski geht da einfach mal wuchtig auf und davon. Der ist bereits im 16er und wird gelegt. Von Fridolin Wagner und Schiedsrichter Christian Ballweg aus Zwingenberg zögert nicht. Foul-Elfmeter für Preußen-Münster. Keine Diskussion, klares Foulspiel.
von Wagner gegen Grotowski. Richtige Entscheidung. Elfmeter. Und jetzt ist Lucien Havriluk gefordert. Und der Gefaulte traut sich selbst. Joel Grotowski gegen Havriluk. Anschlusstreffer für Münster zum 1:2. Grotowski ganz sicher nur 3 Minuten nach dem zweiten Waldhof-Treffer. Die Party jetzt wieder mega spannend. Und auch die Preußen-Fans sind wieder da. Dann muss Mannheims Torschütze Pascal Sohm verletzt raus. Für ihn kommt Jesaja Herrmann. Und der führt sich gleich mal prächtig ein. Der SV Waldhof mit Lockels langem Bein. Und da ist der Jesaja Herrmann auf und davon. 3:1 für den SV Waldhof. 76. Minute. Der erste Treffer für den 23-jährigen früheren Juniorennationalstürmer. Aus Breda nach Mannheim gekommen. Kein Abseits. Hier schön zu sehen beim Zuspiel von Lockel. Alles regelgerecht bei Hermanns Treffer. Sein Vater ist übrigens der frühere Bundesliga-Profi Charles Aconon. Mannheim im Gefühl des ersten Auswärtssieges der Saison, jetzt voller Selbstvertrauen. Kelvin Arase geht wieder mal in Solo. Schulze Niehus verhindert den vierten Treffer der Gäste. Am Ende ein verdienter 3:1-Erfolg für das Team von Trainer Rüdiger Rehm bei Preußen Münster.